Hello and welcome back after the short break to the Aspen Berlin AI Week. We are here now with Tyson Barker, who I have the pleasure of introducing. He's actually a former colleague of mine and one of the architects of the Aspen Berlin AI conference series. So I'm really delighted to have him here with us today. We managed to steal him away, at least for the afternoon. He used to be a deputy executive at the Aspen Institute Germany, and he used to lead our digital program. He currently heads the technology and global affairs program at DGAP, and he will be moderating our next panel discussion on big players, startups, and the innovation paradox. So Tyson, the floor is yours. Thanks, Olivia. Ich würde dann ganz weiter auf Deutsch machen, obwohl ich offensichtlich Amerikaner bin. Und es ist eine riesige Freude, wieder hier bei Aspen Deutschland zu sein, hier in der Landesvertretung Baden-Württemberg mit den Kollegen auch von der Dürr-Stiftung und hier bei Aspen KI-Woche hier zu sein. Wir haben ein spannendes Thema für euch. Ich glaube, das ist die erste Podiumsdiskussion, virtuelle oder hybride Podiumsdiskussion für den Tag. Big Players, Startups and the Innovation Paradox. Wir wollen ein bisschen darüber reden, wie konkurrenzfähig sind die Startup-Landschaft in Deutschland, in Europa, verglichen mit anderen großen KI-Player, zum Beispiel in den USA, China oder Israel. Ein paar Statistiken, um anzufangen. Ich habe ein bisschen so nachgeforscht und habe auch herausgefunden, dass in den Top 15 Standorte in Europa für Startups sind 3 in Deutschland. Nummer 2 ist Berlin. Es hat Paris überholt in den letzten Jahren. Nummer 6 ist München. Das war auf Platz 12 nur vor 4 Jahren. Also es macht schon einen Schub nach vorne. Und Nummer 15 ist Hamburg. Und das heißt, Deutschland ist das einzige Land in Europa mit 3 Startup-Standorte in den Top 15. Also wirklich eine fantastische Statistik. Wäre sehr interessant zu sehen. Es ist auch interessant zu sehen, was in den letzten Jahren passiert ist. Also ich habe gerade gelesen, dass von den 600.000 kleinen und mittleren Unternehmen, die gegründet worden sind in Deutschland letztes Jahr, sind 160.000 davon gegründet von Leuten mit Migrationshintergrund. Also Deutschland ist nicht nur, wird immer konkurrenzfähiger, sondern willkommener und wirklich integriert die Talent aus allen Ecken der Welt. Allerdings, wenn man auch diese Statistiken ein bisschen näher anschaut, sind von diesen 600.000 kleinen und mittleren Unternehmen nur 700 KI-Startups. Und was wir heute fragen wollen, ist, warum das der Fall ist. Und um diese Fragen zu beantworten, haben wir 4 großartige Gäste. Die erste ist Anna Lukesen-Herzig. Sie ist Gründer und CEO von Nyriss. Das ist eine visuelle Suchmaschine-Startup. Ich habe es gestern gesehen. Das ist wirklich toll. Und sie ist live zugeschaltet, remote. Die zweite Gäste, die wir haben, ist Nadine Schön. Sie ist Bundestagsabgeordnete und ich würde sagen, eines der tech-affinsten Mitglieder in der CDU. Sie ist Autorin mit Thomas Heilmann von einem Buch namens Neustart, was ich als so Proto-Wahlprogramm sehe für die Techies so ein bisschen. Also vielleicht kommt das ein bisschen voran im nächsten Jahr. Das dritte, das wir bei uns haben, das ist bei mir vor Ort, ist Dagmar Schüler. Haben wir auch gestern gesehen. Sie ist CEO und Co-Founder von Audiering. Das ist eine KI, ermöglicht auch akustische Emotionserkennungssystem. Also hoffentlich, das war ein Mouthful, wie wir auf Englisch sagen. Aber ich habe es auch gestern gesehen, es ist wirklich ein tolles Produkt. Und das vierte, das bei uns aus München zugeschaltet ist, ist Johann Strauß. Der ist Director von Technology Alliances bei Dell. Also unser Big Player in der Runde, sagen wir mal. Und lassen uns mal mit Anna Lukesen-Herzig anfangen. Anna Lukesen. Wir haben das letzte Woche ein bisschen besprochen. Wir haben gesagt, dass KI benötigt wirklich im Grunde genommen 3 Dinge. Daten, Geld und kluge Köpfe. Gerade besprochen, gibt es kluge Köpfe hier in Deutschland, offensichtlich. Aber was sind die Sachen, die fehlen? Was sind die Good, the Bad and the Ugly im Standort Deutschland für KI-Startups? Und welche sind die Kultur- oder Mindset-Unterschiede gegenüber die wirklich stärke Mächte wie die USA, China oder Israel? Sehr gerne. Also die Frage wird schon sehr oft gestellt und sehr oft auch sehr richtig beantwortet.
Und ich habe jetzt auch mal die neuesten Zahlen einfach mal rausgeholt und mir angeschaut, wie das so sich entwickelt hatte, wie es war vor 10 Jahren, wie es jetzt ist. Und es ist genauso, wie Sie sagen oder wie du sagst, es sind Daten, kluge Köpfe und Geld. Und ich glaube, beim Thema Daten haben wir halt eine eigene Art, mit dem Thema umzugehen. Und da bin ich sehr d'accord. Also ich glaube, wir müssen auch unsere eigene Ethik und unsere eigene Moralvorstellung da finden. Und auch wenn es am Anfang kompliziert ist, wenn wir Wege finden, trotz dessen eine richtige KI zu machen. Aber es ist eine Behinderung, also dessen muss uns bewusst sein. Deswegen, wenn wir trotzdem diese human-centric AI entwickeln wollen, mit den Data-Security-Prozessen, die wir dahinter schalten wollen, müssen wir woanders kompensieren. Und das müssen wir nicht so sehr bei klugen Köpfen, die haben wir auch. Also, und es ist immer einfacher, auch kluge Köpfe nach Deutschland zu bekommen. Es war auch deutlich einfacher in den letzten Jahren, seitdem sie ihren Präsidenten haben. Das wird ab Januar vielleicht ein bisschen schwieriger, hoffe ich. Aber das ist auch gut und funktioniert. Was halt immer wieder gesagt wird und was tatsächlich so ist, ist das Geld. Ja, und da, um einfach mal an Zahlen zu nennen, ich habe es mal nicht mit USA und China verglichen, weil das ist immer sehr desaströs und katastrophal. Und dann kommen halt auch die Argumente, wir wollen gar nicht so sein wie China, wir sind keine Diktatur und so wie USA wollen wir auch nicht sein, wir wollen keinen schlanken Staat, wir wollen halt die Demokratie und die Debatte, die wir in Europa gewohnt sind, haben. Das ist auch d'accord. Jetzt habe ich mal 2 Länder genommen, die uns schon sehr nahe sind. Israel nannten sie gerade und Estland. Estland ist auch ein EU-Land. Und wenn wir uns da einfach mal anschauen, wie sind die Startup-Investments in Estland und Israel per GDP oder per Capita? Ich habe jetzt mal GDP und per Capita ausgerechnet, aber GDP würde ich referenzieren, weil das eine Wirtschaftsgröße ist und GDP da für mich die richtigere Erkennung ist. So, und dann ist es leider ein trauriges Bild. In Estland wurde schon vor 10 Jahren 70% mehr im verglichen zum GDP in Startups investiert und das Land hat ganz andere Stadtbedingungen als Deutschland. Heutzutage sind das 2,4-fach mehr. Und wenn wir dann nach Israel schauen, wird es wirklich katastrophal. Das waren vor 10 Jahren 14-fach, also 14-mal so viele Investments in Startups verglichen mit dem GDP zu Deutschland. Und heute, 2019, waren es 45-mal. Und eigentlich ist das der Punkt, wo wir das Datenthema kompensieren wollen. Ja, also eigentlich müsste es umgekehrt sein. Und das ist so desaströs, dass man wirklich da dran gehen muss. Also man kann da noch so lange reden und machen. Ja, das wird schwierig. Ja, wir haben in Israel auch pro Erwerbstätigen mittlerweile 3-mal so viele Gründungen wie in Deutschland. Also auf jeden Erwerbstätigen fallen 3-mal so viele Gründungen. Hier in Deutschland haben wir mittlerweile mehr Liquidationen als Gründungen und das auch schon seit Jahren. Ja, und was könnten so ganz konkrete Maßnahmen sein? Was machen denn die Israelis so gut? Oder vielleicht auch zuerst, was ist der Outcome of that? Ja, die Outcome ist die 41 Unicorns produziert haben bisher. Wir sind da bei 24, Estland ist bei 5 und auch das ist eine wahnsinnig beeindruckende Zahl, denn in Relation zum GDP sind es 27-mal so viel, wie wir es tun. Ja? Insofern bei Effizienz sind wir wieder gut, bei 45% so viel Investment und 20-mal noch so viele Unicorns. Insofern sind wir da schon mal doppelt so effizient wie Länder wie Israel. Ja? Aber wir müssen einfach beim Geld aufholen. Es geht nicht anders. Und was ich glaube ist, das Thema Anschubfinanzierung, die erste Phase, die einfach mal sehr viel streut. Da ist es in Israel sehr üblich, dass der Staat 500 bis 1 Million einfach so mal investiert, ohne dass man irgendein Business Angel finden muss. Und dann in der zweiten Kapitalrunde legt der Staat immer das Doppelte drauf. Also wenn man als Gründer ein Business Angel gefunden hatte, der 500.000 investiert oder auch nur 200.000, legt der Staat immer das Doppelte drauf. Also der sagt dann, okay, ich gebe dir die zweite Hälfte dazu. In Deutschland gibt es halt das Invest-Wagniskapital, ist super. Da gibt es halt 20% des Investments für den Business Angel zurück. Bekommt nicht das Unternehmen, bekommt der Business Angel. Und die Business Angels in Deutschland sind meistens sehr, sehr cool und geben das dann weiter oder investieren dann auch weiter mit dem Geld, aber es ist 20% und eben nicht 100. Ja, und dann das lange, lange Thema Later Stage, da muss ich nicht mehr viel zu sagen, das kennen wir alle, da sind die Zahlen ähnlich desaströs, insofern wir müssen wirklich anfangen, da was zu tun.
Also du hast gerade eine Herausforderung, die wir alle kennen, schon angesprochen, diese zweite Runde, diese Wüste, die existiert für Startups. Nadine Schön, von deinen Lippen in den Ohren der Politiker. Was machen das Bundestag, was macht die deutsche Regierung, um diese Probleme entgegenzukommen? Ja, also da kann ich sogar aktuell gerade sehr positive Neuigkeiten vermelden. Also zum einen ist es ja so, dass wir schon in den letzten Jahren bei den verschiedenen Instrumenten, die wir haben, jeweils ganz gut draufgesattelt haben und ja mit Comparion auch ein sehr erfolgreiches Instrument auch nochmal neu geschaffen haben. Von daher gibt es eine positive Entwicklung schon in den letzten Jahren, was Finanzierung angeht. Und gerade zurzeit laufen im Deutschen Bundestag die Haushaltsberatungen und dort machen wir den Weg frei für den Zukunftsfonds. Zukunftsfonds heißt 10 Milliarden, die der deutsche Staat in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen wird, um privates Kapital zu hebeln. Man kann davon ausgehen, dass damit nochmal das gleiche oder doppelt so viel privates Kapital gehebelt wird, sodass wir damit rechnen, dass wir auf Summen von 20 bis 30 Milliarden kommen in den nächsten Jahren. Wenn man das mal vergleicht, Frankreich hat ja auch einen Fonds aufgelegt. Da sind Privat und Staat gemeinsam bei 5 Milliarden. Und daran sieht man, dass wir, wenn wir diesen Zukunftsfonds jetzt auf den Weg bringen, dass wir dann einen deutlichen Schub nach vorne machen. Und gerade haben wir das in den Haushaltsberatungen mit drin. Und ich muss sagen, für mich ist es wirklich dadurch echt eine gute Woche, weil wir sehr lange dafür gekämpft haben. Dieser Zukunftsfonds wird dann nochmal unterschiedliche Elemente haben. Zum einen geht es darum, dass wir auf die Instrumente, die wir jetzt schon haben, Wachstumsfazilitäten draufsetzen, um eben auch die höheren Runden bedienen zu können. Zum Zweiten wollen wir das Thema institutionelle Anleger endlich mal angehen. Wir beklagen ja seit Jahren, dass die Krankenversicherungen, die Stiftungen, die Unfallkassen etc., dass die nicht in Wachstumsfinanzierung, nicht in Risikokapital investieren. Mit einem Dachfonds wollen wir das künftig ermöglichen. Auch das ist Teil dieses Zukunftsfonds. Und wir wollen auch einen Deep-Tech-Fonds schaffen, der es eben auch ermöglicht, auch, ich sag mal, geduldiges Kapital zur Verfügung zu stellen, Hochrisikokapital, wo wir ja gerade auch in Bereichen wie Biotech etc. Wirklich Probleme haben, solche Sachen in Deutschland zu finanzieren. Und von daher ist das, glaube ich, eine gute Nachricht, dass wir das diese Woche jetzt endlich im Haushalt haben und die KfW Capital direkt anfangen kann, das Ganze auch umzusetzen. Vielen Dank, Nadine. Und ich wollte auch unsere Zuschauer sagen, dass Sie werden auch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Sie können das über das Internetportal machen oder auch über Twitter, Hashtag AspenAI20. Bitte tweete uns an und die Fragen würden bei mir vorkommen, nachdem wir eine Runde unter uns gemacht haben. Dagmar Schüller, das muss sehr gut anhören, aber das ist ein Problem, diese institutionelle Anleger. Was haben Sie, hast du versucht, mit Ihnen also dieser längere Prozess begleitend zu bekommen? Und woran liegt das Haken bei Investitionen in Deutschland in deiner persönlichen Erfahrung? Und wie vergleicht das sich mit anderen Ländern wie Frankreich und so? Also erstmal vielen Dank auch an die Nadine Schön für diese wunderbaren Nachrichten. Und man muss ja auch mal an der Stelle loben und nicht immer nur Kritik aussprechen. Also ich finde das ganz toll, dass von Seiten der Regierung hier jetzt wirklich aktiv Maßnahmen unternommen werden. Ich kann es auch nur aus bayerischer Sicht in dem Sinne aussagen. Auch hier hat der Herr Dr. Söder, der bayerische Ministerpräsident, kürzlich eben einen Scale-Up-Fonds angekündigt, den es da geben wird, um gerade eben das Wachstum nach dieser Start-up-Phase zu fördern. Das finde ich persönlich ist eines der wichtigsten Dinge, die man machen muss oder umsetzen muss, weil meiner Meinung nach der Startup-Prozess, die Gründung, ein guter Businessplan, ein bisschen Beratung dazu und die ersten 2-3 Millionen Anschubfinanzierung auch in Deutschland nicht das wesentliche Problem sind. Trotz dieser desaströsen Gründungszahlen, die wir jetzt da gehört haben, da liegt nicht das Problem. Das Problem liegt wirklich stärker in der Wachstumsphase, in der Finanzierung von dieser Wachstumsphase, wenn es dann um einen Bereich geht, wo man 20, 30, 40 Millionen Euro braucht, um tatsächlich großartig zu wachsen. Und da steht uns hier einfach ein bisschen auch die Mentalität der Investoren entgegen.
Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, weil es gibt auch rühmliche Ausnahmen. Aber prinzipiell hat man nach wie vor in Deutschland einfach damit zu kämpfen, dass man Perfektion und Exzellenz gewohnt ist. Mhm. Und gerade im Bereich künstlicher Intelligenz arbeiten wir mit Wahrscheinlichkeiten. Und dass etwas 100% funktioniert, oder wenn Sie sagen, Sie haben einen Algorithmus, der gibt Ihnen zu 100% das richtige Ergebnis, dann müssen Sie aufpassen und wirklich aufmerksam werden, weil das ist mit Sicherheit nämlich nicht der Fall. Zu 100%. Und das ist eben auch so ein Punkt, dass man diese klassische deutsche Ingenieursmentalität auch anwendet und am liebsten von einem Startup oder dann auch einem Scale-up in der Wachstumsphase schon ein mehr oder weniger perfektes Produkt erwartet. Das heißt, es muss nicht nur das Team stimmen, es muss nicht nur der Businessplan stimmen, es muss auch eigentlich schon der Prototyp so weit sein, dass man sagt, wunderbar, dann kriegst du es. Und das ist halt gerade in der Wachstumsphase sehr schwierig. Was wir bei uns in der Firma erlebt haben, wir hatten es verhältnismäßig, muss ich sagen, komfortabel. Dadurch, dass wir ein TU München Spin-off sind und die Wissenschaftler, die dahinter standen bei der Gründung, international extremst renommiert waren, auch nach wie vor die Firma in der angewandten Forschung, angewandter AI, extremst renommiert ist und auch sehr viel wissenschaftlich veröffentlicht, hatten wir quasi von Tag 1 weg, ja, schon eine Cashflow-positive Situation. Und wir haben auch ein bisschen untypisch gegründet, aber vielleicht sage ich das kurz, weil man vielleicht auch sieht, dass es alternative Wege gibt. Als wir gegründet haben, haben wir angefangen mit einer haftungsbeschränkten UG mit 500 Euro Stammkapital. Und ich habe dazu die restlichen Gründer, die wirklich rein aus der IT-Wissenschaft kommen, wirklich überreden müssen, jeder 1.500 Euro Darlehen, Firmendarlehen vorne wegzugeben, damit wir überhaupt starten können. Weil, wie gesagt, wir hatten schon den ersten Kunden, das war damals die GfK, mit der wir ein erstes Projekt umsetzen konnten und waren deswegen schon ganz gut ausgestattet. Aber das war auch die eigene Mentalität der Gründer selber, die gesagt haben, oh Gott, kann das funktionieren oder nicht? Und mehr vom technischen Hintergrund, während ich vom wirtschaftlichen Hintergrund gesagt habe, ja, das müssen wir jetzt tun. Das heißt, wir haben tatsächlich eben diese UG mit heißen 7.500 Euro zum Laufen gebracht und haben ein paar Jahre später eben dann umfirmiert in eine GmbH, uns mit einem strategischen Partner dann zusammengetan, der aber auch nicht aus Deutschland kam. Und das hat uns sehr, sehr gewundert, weil wir eigentlich von unserer Ausrichtung her, also wir machen intelligente Audioanalyse, also nicht nur im Bereich Emotion, sondern auch im Bereich der akustischen Umgebungsgeräusche, im Bereich Krankheitserkennung, Früherkennung, Diagnose, erweiterte Therapie, wie gesagt, wissenschaftlich bahnbrechend waren. Und man trotzdem so gesagt hat, ist ein bisschen risikoreich, ist das wirklich was, sind die Erkennungsraten hoch genug, anstatt zu sagen, ja, das schaut gut aus, ihr seid State of the Art und im internationalen Vergleich wirklich top, das muss sein. Und wir haben uns dann mit einem dänischen börsennotierten Unternehmen als strategischen Partner zusammengetan, der dann auch unmittelbar unsere Technologie auf dem Gerät eingesetzt hat. Und da muss man auch sagen, immer im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, auch wenn Sie in dem Fall zum Beispiel Dänemark oder wie du angesprochen hast, auch Frankreich, wenn man hier guckt, ist nach wie vor dieses, es muss perfekt sein, nicht so ausgeprägt. Und wenn wir vor allem im Bereich KI, wie gesagt, sind, dann müssen wir ein bisschen zurück von diesem Perfektionismus, um gerade den dann nachher auch wieder zu erreichen. Und das ist, glaube ich, so ein Bias, mit dem wir auch in der Investorenlandschaft leben müssen. Ja, ich glaube, du hast es perfekt angesprochen. Diese Genauigkeit ist etwas, was ich als Ausländer an die Deutschen schätze, natürlich. Hat gut für die deutsche Wirtschaft funktioniert, im Bereich Ingenieurtechnik zum Beispiel, aber hat Nachteile, genau diese Risikogebiete, ja, wo man ein bisschen Versagen wagen muss. Offensichtlich. Exakt. Johann, du bist Deutsche, aber du arbeitest für eine amerikanische Firma, eine nicht deutsche Firma. Ein Mustermärchen, das man sagt für ein KI-Startup ist, sagen wir mal, das, was zum Beispiel bei Siri passiert ist, also eines der berühmtesten KI-Startups der Welt. Es wurde finanziert von DARPA bei SRI International AI Center. Dort hat es so ist sich entwickelt, von Nuance Communications hat es weiterentwickelt in einer Startup-Phase und dann wurde es von Apple 2011 abgekauft und dann in jedes Smartphone, jeder iPhone installiert und wir haben das alles in unsere Taschen. Was ist die Wahrnehmung von diesem Muster jetzt heutzutage in Deutschland und Europa und was sind die Vorteile und Nachteile davon, also solche Abkaufungsverfahren zu machen als amerikanische Big Player, sagen wir mal?
Schwierige Frage. Guten Nachmittag alle miteinander. Fangen wir erstmal damit an, was sind die wichtigen Themen im Bereich AI für eine große Firma wie uns. Wir wollen natürlich selbst Technologien weiterbringen, wir wollen selbst Prozesse verändern. Das heißt also bei uns intern, aber auch umgekehrt, wir wollen mit Partnern gemeinsam Technologien verkaufen. Das ist eigentlich so einer der Hauptpunkte. Das klassische Ingenieurswesen, hier sitzt ein Ingenieur im Labor und entwickelt was und es geht dann hoch in diese großen Firma, wird so lange nicht mehr weitergehen. Das sind viele, viele kleine Partner im Ecosystem, die Use Cases erzeugen, die wir dann praktisch integrieren, um gemeinsam mit denen auf den Markt zu gehen. Wie bewerten wir Themen wie Startups? Wie gehen wir vor? Klar wollen wir jede Firma ihre Produkte weiterentwickeln. Und wenn sie ihre Produkte weiterentwickelt, braucht sie auch neue Technologien, die sie von außen einkauft. Gibt es einen eigenen Venture Capital Arm bei uns in der Firma Dell Technologies Venture Capital, die sich auch nur darum kümmern. Wie es dann nachher weitergeht, gibt es verschiedene Themen. Es gibt am Anfang erstmal Programme, wie wir mit Startups überhaupt umgehen. Das heißt, sie brauchen Technologie, sie brauchen eventuell, also wenn das Geld mal da ist, der Venture Capital hat schon mal eingelegt, brauchen wir oft Technologien. Sie brauchen Zugang zu Technologien, die vielleicht erst in einem Jahr rauskommen. Sie brauchen Zugang zum Markt später. Das heißt, am Anfang gucken wir, wie können wir mit diesen Leuten zusammenarbeiten, wie können wir ihnen das Leben erleichtern, damit sie überhaupt als Startup agieren können und sich nicht um IT-Probleme kümmern müssen und um wie komme ich jetzt an meine ganz normale Haus- und Hof-IT und meine Produkte und wie kann ich dann nach draußen gehen. Das nächste ist dann, wie gehen wir dann vor, wenn der Startup soweit ist, dass mein Produkt da ist. Und das ist genau das, was die Vorrednerin auch schon gesagt hat. Meistens ist es dann so, dass der Finanzierer rausgeht und sagt, vielen Dank, war nett und jetzt viel Glück. Dafür haben wir ein eigenes Programm sogar aufgelegt, das nennt sich Dell for Entrepreneurs, wo wir gucken, wie kann ich mit diesen Leuten, die hier ganz tolle Ideen entwickelt haben, die auch ihr erstes Produkt schon mal haben auf dem Markt, wie kann ich die jetzt in einen größeren Prozess mit reinbringen? Wie kann ich die in unser Ecosystem, schönes neues deutsches Wort, Ecosystem, in das Ökosystem einbauen? Als Partner für uns, wo wir gemeinsam auf den Markt gehen, oder als Ideenlieferant für unsere Partner und unsere Service Provider und unsere eigenen lokalen Partner. Das ist praktisch das zweite Thema. Dann gucken wir uns natürlich auch an, wie können wir gemeinsam neue Themen nach vorne treiben. Das ist dann die Zusammenarbeit mit diesen ganzen Inkubatoren. Hier in München zum Beispiel Applied AI, in Leipzig mit der Spin Lab zum Beispiel arbeiten wir zusammen, wo wir diesen Leuten unter die Arme greifen und sagen, wir wissen, wie Business in dem Großen funktioniert. Kommt in unsere Welt, kommt mit uns mit. Wir gehen gemeinsam auf den Markt. Ob eine Firma dann später gekauft wird, weil es für uns interessant ist, dass das eigenes Intellectual Property in unseren gesamten Produkten ist, das wird dann später entschieden. Also es gibt hier ein ganzes Bouquet an Möglichkeiten, wie man mit einer großen Firma zusammenarbeiten kann. Und das ist eigentlich das Wichtige. Es geht nicht nur immer, hier ist der Tech-Giant, der guckt, dass er dich möglichst verschluckt. Oder hier ist der große Hyperscaler, der einfach sagt, ich nehme alle deine Daten, wunderbar, ich nehme auch deinen Use Case, nachher gehören sie mir und sind im Ausland. Das ist auch ganz wichtig für uns als Dell Technologies, dass wir hier eine Partnerschaft eingehen, auch mit lokalen Partnern. Wir geben Leuten die Möglichkeit, diese Technologien zu nutzen, um dann eigene Services aufzubauen. So, das war jetzt eine lange Antwort auf die Frage. Es war eine super Antwort. Johann, vielleicht eine Nachfrage dazu. Ein anderes Problem, das man immer wieder hört in Deutschland, ist über Kommerzialisierung von Basisforschung. Du hast es gerade erwähnt, wie das in München aussieht. Wie ist die Landschaft insgesamt in Deutschland als großer Big-Tech-Player? Siehst du die Verbindungen jetzt zwischen dieser
super spitze Grundforschung und die Kommerzialisierung? Also am Ende des Tages muss jeder in irgendeiner Form das Geld wieder verdienen, was reingesteckt wurde, und muss daraus mehr machen. Was ich jetzt die letzten 20 Jahre, seit ich mich mit Ökosystemen beschäftige, sehr stark in Deutschland sehe, ist wie es langsam immer näher kommt. Früher war Universitäten forschen, Firmen bauen Produkte und irgendjemand, wenn er Glück hat, kommt mal irgendwo dazwischen und baut was Neues. Diese Ausgründung von Clustern, wie gesagt, Applied AI hier in München ist ein schönes Beispiel, wo ich Industriepartner, Technologiepartner, Endkunden alle mit an einen Tisch bringe, wo wir gemeinsam was verarbeiten können und sagen, was brauchen wir denn wirklich? Wer hat Ideen und wer kann das Ganze umsetzen? Wird immer besser. Ich habe selbst in diesem berühmten Land, über das wir gerade gesprochen haben, im Silicon Valley gelebt. Dort wird auch nur mit Wasser gekocht. Das ist alles viel mehr Marketing, als wir hier haben. Das muss man auch so sehen. Vielleicht, Anne, das war ein interessanter Punkt. Johann hat gerade diese Frage Marketing erwähnt. Wie ist Deutschland im Bezug auf Marketing ihrer KI-Anwendungen? Und ist das wirklich etwas, worauf man achten soll? Ich denke, das auf jeden Fall. Also es kam ja gerade eine neue Umfrage, die nüchterne Zahlen gezeigt hatte zum Thema, wie ist die Akzeptanz der KI in der Bevölkerung? Und da kam ja raus, dass fast 40% der Bevölkerung KI grundsätzlich als negativ ansieht. Ja. Insofern müssen wir hier ganz stark dran arbeiten, um zu zeigen, dass KI nicht der Jobvernichter ist, genauso wie die Automatisierung jahrelang es nicht war, sondern wir waren die Masse der Automatisierung. Und wenn man automatisiert und Prozesse verbessert, wird man wettbewerbsfähig und kann neue Menschen einstellen. Das hat man in der Vergangenheit gesehen. Wir haben automatisiert und mehr Menschen eingestellt. Und so wird das auch jetzt sein. KI ist nichts anderes als eine Automatisierung von Prozessen und das wird auch dazu führen, dass wir wettbewerbsfähiger werden und dadurch mehr Menschen einstellen können. Ich glaube, da ist sehr viel zu tun, ja, dass man halt in der Bevölkerung das Vertrauen für KI schafft. Und der zweite Punkt ist, dass wir Startups natürlich auch wieder das gleiche Thema, ja, 45-fach verglichen zum GDP weniger Geld haben und dadurch auch weniger Geld für Marketing. Ja. In den USA geht 60% des VC-Moneys direkt an Google und Facebook für Online-Marketing. Direkt. Wenn ich einen Plan vorlege hier meinen, und wir haben schon einen echt coolen VC an Bord, der das Thema wirklich verstanden hatte, wenn ich dabei einen Plan vorlegen würde, in dem 60% meines Spends Marketing ist, der wäre sofort tot. Ja, ich kann es mir gar nicht leisten. Snowflake, ein neues US-gehyptes SaaS-Startup, hat für 150 Millionen New Business im letzten Jahr über 400 Millionen Sales- und Marketing-Ausgaben gehabt. Hm. Also pro jeden Dollar fast $4 Ausgaben an Sales und Marketing. Ja, das sind bei uns Bruchteile. Ja, und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir mögen das auch nicht. Wir mögen auch lieber Produkte bauen, als darüber zu reden, was wir bauen. Ja, das ist auch absolut in Ordnung. Wir müssen da auch bei uns bleiben. Und wie gerade an den Zahlen gesagt, wir sind auch doppelt so effizient, ja, mit dem Geld, was in uns investiert wird. Also das sind alles neue Nachrichten. Und das heißt ja auch, dass man mehr investieren kann, weil wir es halt gut machen. Ja, und die 10 Milliarden, die gerade genannt wurden, super. Absolut top, aber da auch ein ernüchternder Vergleich mit Israel. Die haben letztes Jahr alleine, ne, Frau Schön sagte nicht die Zeit, in der das Geld investiert werden soll. Es werden vielleicht 2, 3 Jahre, wahrscheinlich 5. Ja, das heißt, in den nächsten Jahren, Israel investiert allein im Jahr 2019, haben sie 9 Milliarden in Startups investiert, 8,3. Ja. Und die haben ein GDP, der nur 10-mal so hoch ist wie wir. Ja, das können wir uns einfach auf die Dauer nicht leisten. Das sind nicht die Zahlen, die wir brauchen. Wir müssen das Wort an Frau Schön, an Nadine Schön geben. Sie wurde gerade angesprochen. Wie lange ist die Zeithorizont für dieses Geld und wie siehst du das Problem oder die Herausforderung mit Marketing verglichen mit anderen KI-Mächten?
Ja, also das ist tatsächlich über mehrere Jahre, aber das ist auch nur der staatliche Anteil. Der wird ja mit dem privaten Kapital nochmal gehebelt und dann kommen wir auf das 2-, 3-, vielleicht auch 4-fache. Und der kommt on top zu dem dazu, was wir heute schon machen. Wir fangen ja nicht bei null an, sondern es gibt ja schon die KfW Capital mit ihren Sachen, mit Compario und den Hightech-Gründerfonds und was wir alles haben. Also das kommt ja on top eben noch mit dazu. Von daher glaube ich schon, dass es nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne gibt. Und was uns, glaube ich, gelingen muss, und das ist bei den Vorrednern ja schon angeklungen, ist, dass wir die Ökosysteme tatsächlich stärken. In Neustart, das wurde ja auch angesprochen, schlagen wir vor, dass wir Universitätsfonds machen, weil dadurch eben auch Ökosysteme zwischen der klassischen Industrie, zwischen den Mittelständlern, die ja bisher schon gut unterwegs sind, aber eben noch ganz oft nicht digitalisiert, zwischen Startups und auch Forschung und Wissenschaft. Diese Ökosysteme müssen wir stärken. Und dort muss dann aber auch das Kapital hin, denn es bringt ja auch nichts, wenn die dann neue Sachen entwickeln, aber wiederum das Wachstumsproblem haben. Und darin sehe ich eine große Chance. Das ist auch eine Bewegung, die ja derzeit kommt. Ich habe gerade die Tage nochmal gelesen vom der Management School der TU München, dass die BWL-Professoren sagen, wir müssen auch BWL komplett neu denken. Wir sind viel zu viel in unserem Silo. Wir müssen uns viel mehr vernetzen mit der IT, mit anderen Fachbereichen. Und darin liegt die Zukunft. In der Interdisziplinarität, in der Vernetzung, in dem Thema Sachen gemeinsam anzugehen. Und ich glaube, dort müssen wir auch hin, was die Bildung angeht, auch es aufbrechen, dass wir in den starren Fächern denken, mehr digitale Bildung, mehr Umgang mit Daten schon in den Schulen vermitteln. Und dann entsteht eben auch das richtige Mindset, was wir brauchen, um überhaupt zu mehr Gründungen zu kommen. Und das Thema Marketing, naja, das müssen wir auf dem Weg dahin dann irgendwie mitlösen. Ich glaube, es wird schwer sein, einfach den Schalter umzulegen und genauso outspoken und marketingmäßig zu sein wie die Amerikaner. Da haben wir auch eine andere Mentalität und irgendwo müssen wir da auch unseren eigenen Weg finden. Aber wichtiger erscheint mir die Themen Bildung, Umgang mit Daten, eine gewisse Offenheit mitzubringen. Und wenn ich das vielleicht noch als Punkt erwähnen kann, wir haben als Union sehr hart dafür gekämpft im letzten Jahr, dass wir uns beim Thema künstliche Intelligenz auch gegenüber der Europäischen Kommission dahingehend positionieren, dass wir neben dem Ökosystem des Vertrauens und dem Ökosystem der Exzellenz, was die EU-Kommission ja vorschlägt, als drittes Ökosystem ein Ökosystem der Agilität setzen, wo wir uns trauen, auch Experimentierräume zu schaffen, wo wir uns trauen, Sandboxes zu bilden, um eben auch Neues auszuprobieren. Und das ist diese Experimentierfreude, das Neue ausprobieren, wegkommen von dem Perfektionismus. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, um wirklich auch erfolgreich zu sein und das zu kompensieren, was eben anderen durch ihren Datenreichtum und auch durch ihre Marketing-Mentalität von sich aus schon mitbringen. Also Stichwort Interdisziplinarität, sehr wichtig. Alles, was gerade erwähnt wurde, Nutzung, Umgang mit Daten, Managementphilosophie, Bildung, Sozialisierung von diesen Produkten, alles sehr wichtig. Wir würden dieses Thema, was gerade angesprochen wurde, die Kommission und das, was die Europäische Union ins Visier hat, ansprechen. Aber zuerst wollte ich das Wort an Dagmar geben, denn sie hat ein sehr gutes Beispiel davon gegeben, wie man etwas sehr konkurrenzfähig in Europa mit Hinsicht auf Covid entwickeln kann und wie das anders wahrgenommen werden konnte, sagen wir mal, international. Genau. Also ich möchte auch ganz kurz nochmal an Nadine Schön und auch an die Anna vorneweg anschließen zu dem Thema Vertrauen. Ich glaube, hier haben wir wirklich einen der wesentlichsten oder eine der wesentlichsten Schlüsselkomponenten, die wir brauchen in Deutschland, in Europa für das Thema erfolgreich KI umzusetzen. Und gerade mit diesem Beispiel Covid-19, das einerseits zum Beispiel für mein Unternehmen ein sehr großer Katalysator war, haben wir wirklich ein praktisches Beispiel, an dem wir sehen können,
wo es an diesem Vertrauen mangelt, aber was man auch damit bewegen kann, wenn man dieses Vertrauen schafft. Also wir haben schon sehr früh, wie gesagt, das Unternehmen beschäftigt sich mit KI-basierter Audioanalyse, die Möglichkeiten gesehen und auch schon dazu publiziert, das war im März, was man denn alles aus Sound-Events, aber auch aus der Sprache sozusagen in Verbindung mit dem Coronavirus erkennen kann. Und da gibt es neben Husten, Niesen, Lungenrasseln, Kurzatmigkeit, diversen anderen Dingen natürlich auch die Möglichkeit, aus der Sprache selbst, aus dem Signal selbst Merkmale oder sogenannte Voice Biomarker zu erkennen, wie zum Beispiel das asynchrone Schwingen der Stimmlippen, weil im gesamten respirativen System sehr viele Muskeln beteiligt sind und wenn die gestört sind, dann kann man das aus dem Audiosignal sehr schnell erkennen oder der Algorithmus kann das sehr gut erkennen und dazu zählen eben zum Beispiel, ob die Lungenbläschen mit Blut gefüllt sind oder Wasser oder eben das Zwerchfell entsprechend angespannt sind, die Stimmlippen, ob es Veränderungen der Stimmbänder gibt, ob man nicht gescheit sprechen kann mit der Zunge, ob die Wangenmuskulatur beeinträchtigt ist, die Brustmuskulatur und so weiter. Also ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Jedenfalls haben wir sehr früh mit Daten aus Wuhan gearbeitet, die wir bekommen haben von Ärzten, die dort direkt mit Covid-19-Patienten gearbeitet haben und uns gesagt haben, wir können es hören. Also muss es eure Technologie ja noch viel besser hören können. Und das tut sie auch. Und es war dann soweit, dass wir sozusagen eine App entwickelt haben, wo wir die ersten Grundmodelle genau darauf laufen haben lassen und sehr gute Ergebnisse bekommen haben. Dann ging es aber in den nächsten Schritt, wo es hieß, ja, jetzt müssen wir diese Modelle nachtrainieren. Und da haben wir wirklich zum aktuellen Zeitpunkt, vielleicht kann man es technisch auch längerfristig perfekt lösen, aber wirklich die Problematik, wie kommen wir zu diesen Daten? Und haben dann dementsprechend von unserer Seite her einen Aufruf zur Datenspende gemacht. Und da haben wir Positives und Negatives erlebt. Positives dahingehend, dass die Leute, denen wir es wirklich erklärt haben, was da passiert, dass wir eben personalisierte Daten, Sprache ist immer personalisiert, so anonymisieren können, dass man nicht zurücktracken kann auf diese Person, aber dass sie von diesen Datenspenden entsprechend leben, haben aber auf der gleichen Seite das Übliche bekommen, oh mein Gott, jetzt bin ich der gläserne Mensch. Was hörst du denn sonst dann auch von mir raus? Und um Gottes Willen. Und ich hatte da eine Konversation beispielsweise mit einem sehr guten Bekannten, der mir wirklich wohlgesonnen ist, der zu mir gesagt hat, um Gottes Willen, ich möchte nicht da von euch durchleuchtet werden. Mhm. Habe ich ihm auch gesagt, mein Lieber, ja, wenn du jetzt gerade auf einem, ich möchte es nicht nennen, Social-Media-Kanal einer großen Firma ein Posting machst, wie du es gerade gemacht hast, mit einem Bild, wo du richtig drauf bist, mit deinem Klarnamen sozusagen und auch mit dem Inhalt, glaube nicht, dass diese Firma nicht ganz genau weiß, eben, wie du aussiehst, wo du an dem Zeitpunkt warst, wo dieses Foto aufgenommen worden ist, welche Rockgruppe du gerne magst, weil du gerade ein T-Shirt von denen trägst, dass du lange Haare hast, wie deine politische Einstellung ist, was dich ärgert, was dich nicht ärgert und was du sonst noch so alles treibst. Und ehrlich gesagt, aus einem reinen Huster kann ich das alles gar nicht erkennen. Also jetzt setz das doch mal in Relation. Und wenn ich dann argumentiere, kommen die Leute oft und sagen, ja stimmt, ja ich mach's jetzt oder ja ich tue es jetzt. Aber der Grundtenor ist immer ein bisschen negativ. Hm. Und man muss dazu sagen, wir waren wirklich einer der Ersten, die damit angefangen haben, mit diesem Erkennen von Covid-19-Merkmalen aus der Stimme und aus den Sprachelementen und waren dann auch umso erstaunter, als das Einzige, oder wo der wirkliche Medienhype dann in Deutschland auch war, als eine Universität in den USA eben bei Forced Coughing, also forciertem Husten, publiziert hat, dass sie eine 95-prozentige Erkennungsrate von Covid-19-Symptomen haben, wo wir gedacht haben, schön, jetzt werden die aufgenommen oder wird über die berichtet, über uns, Deutschland, der Kaiser ist im eigenen Land leider nicht so viel wert, wird man eher drüber gegangen. Und das war dann für uns auch so eine Sache, wo wir uns auch diese Studie näher angeguckt haben, die Defizite dieser Studie identifiziert haben, gesagt haben, okay, wir müssen von unserer Seite, jetzt das Thema Marketing, vielleicht doch auch als Unternehmen, man muss sich das selber auch an den Haaren ziehen, proaktiver werden, proaktiver auch aufklären über die Risiken, über die Chancen aber auch, die sich da geben, weil die Mentalität hier einfach ein bisschen restriktiver ist und gerne vielleicht spielerischer abgeholt werden möchte. Mhm. Und deshalb auch ganz wichtig, das Thema auch schon in der Bildung sehr früh in den Schulen zu verankern, um da eben auch mehr auf die Chancen zu achten und nicht immer nur so ganz, ganz detailliert auf das Risiko. Aber wenn jemand zum Beispiel von Ihnen auch dazu bereit wäre, eine Datenspende für die Covid-19-Forschung abzugeben, freuen wir uns auch. Wie gesagt, das heißt Marketing, das ist eine gute Werbung. Das ist Marketing. covid.audiering.com können Sie das tun. Ah, wunderbar, wunderbar eingebaut. Die Fragen kommen langsam vom Publikum ein. Achso, bitte, bitte, Anne. Es ist auch ganz einfach und macht Spaß, habe ich gestern gemacht.
Vielen Dank, Anna. Ich habe mich sehr gefreut, dass du das gleich gemacht hast. War super. Ich mache es nach dieser Runde. Danke. Die Fragen kommen langsam vom Publikum an und ich habe die erste Frage. Diese ist auf Englisch erstellt. Ich würde es auf Englisch lesen. Ich hoffe, das ist für alle okay. Und ich gebe das an Johann. What are the so-called low-hanging fruits in AI? Are there mature AI applications that are accessible for companies and ready to use that would create immediate or fast results and improvements? Ich gebe das auch an Anna. Also Johann und dann Anna. Okay, soll ich jetzt auf Englisch antworten oder soll ich auf Deutsch? Auf Deutsch ist okay. Ich glaube, die haben es nur auf Englisch. Ich mache es auf Deutsch weiter. Low-hanging fruits. AI ist ein ganz, ganz weites Thema. Wir müssen immer ein bisschen vorsichtig sein, AI als Produkt zu sehen. AI lebt vor allem von Use Cases. Was natürlich ist, und das ist das, was wir als Plattform oder Technologiehersteller alle irgendwie gucken, dass wir tun, ist den Leuten möglichst einfach zu machen, AI zu benutzen. Wenn ich vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder 20 oder 30 Jahren AI machen wollte, musste ich mir alles mehr oder weniger selbst bauen. Natürlich gibt es jetzt vorgefertigte Referenzarchitekturen, immer ein bisschen abhängig von, was ich damit machen will. Also ein bisschen Verständnis muss ich dafür haben, dass ich dann so eine Architektur, die ich dann einsetzen kann, ohne dass ich jedes Teil, das ich mir, also die Computersets zusammenschrauben muss, dann wissen muss, wie die zusammenpassen und welche Teile da alle rein müssen, welche Software da drauf muss, welche Stacks. Es gibt ungefähr 15.000 verschiedene Software-Stacks, die ich da benutzen kann, sondern dass ich als sogenannter Data Analyst, der ein AI-Projekt machen will, einfach schon mal auf was sehr Vorgefertigtes zurückgreifen kann. Ich baue mir, wenn jetzt deutsche Auto, ich baue ja mein Auto heute nicht mehr aus Einzelteilen zusammen, höchstens wenn ich Lego spiele, sondern ich kaufe es eigentlich als fertiges Produkt und dann gucke ich, was ich damit machen will. Und so ähnlich wollen wir auch AI betreiben. Das heißt also, so fertige Lösungen, die eine Plattform darstellen, damit ich dann meinen AI-Use-Case aufbauen kann. Das ist das, was wir eigentlich sehen. Das sind so die sogenannten Low-Hanging Fruits. Mhm. Anna, stimmst du das zu? Besten Dank für die Frage. Ja, sehr gerne. Also zuallererst würde ich mit DeepL anfangen, ein Startup aus Köln, hier am Rhein. Auch sehr, sehr nette Menschen, die wir täglich, jeder von uns täglich nutzen kann. Das ist nämlich eine Übersetzung mittlerweile in Chinesisch auch und Japanisch. Extrem sinnvoll und macht Spaß und ist auch extrem präziser. Auch deutlich besser als Google und alle anderen GAFAs, die das liefern können. Und da gibt es auch Pro-Lizenzen für Unternehmen. Das nächste wäre Celonis, unser zweites Startup im AI oder Unicorn im AI-Bereich. Prozessanalyse, wo man genau nachschauen kann als Unternehmen. Herr Müller, der braucht irgendwie mal 3-mal so lange, um ein Angebot zu erstellen wie Herr Tarek. Ja, insofern muss ich mal mit ihm reden, wieso, weshalb, weswegen. Sehr easy zu benutzen, sehr convenient. Das sind so die 2 Big, die in sehr, sehr vielen Unternehmen weltweit schon integriert sind und arbeiten. Sollte eigentlich, wäre ich Kanzlerin, würde ich zur Pflicht machen, für jedes deutsche Unternehmen die zu nutzen. Aber da wollen wir noch nicht hin. So, dann würde ich sehr gerne die Mitglieder des KI-Verbandes empfehlen. Der KI-Verband in Deutschland ist noch ein relativ junger, noch keine 3 Jahre alt. Wir haben es trotzdem geschafft, jetzt schon knapp 300 Mitglieder zu versammeln. Das sind alles sehr spannende KI-Unternehmen und da kann man sich sehr, sehr gut durchklicken, durchlesen, was die Unternehmen anbieten und kann die auch ansprechen. Also jeder von uns ist ansprechbar, wenn man irgendein Thema hat und sagt, ich habe hier eine Riesenmenge an Daten, möchte das irgendwie durchanalysieren und irgendwie strukturiert darstellen, sonstiges oder auch nur ein Brainstorm machen, um zu schauen, was wir damit anfangen können, sind wir da sehr offen, einfach mal auf KI-Bundesverband das Team ansprechen, jeden von uns ansprechen, wir sind auf LinkedIn findbar und da finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Ja, und zu allerletzt, wenn man sich überlegt, KI nennen wir ja heute KI, meine Kinder werden es wahrscheinlich anders nennen, das, was die kognitiven Fähigkeiten, die wir bisher gut geschafft haben zu kopieren, ist das Sehen und das Hören. Also das, was die Dagmar macht und das, was wir auch machen. Und da gibt es auch schon sehr viele Lösungen, die manuelle
sehr stupider, sehr nerviger Arbeit automatisieren, die auch keiner machen möchte. Ja. Und wir mit unserer visuellen Suche zum Beispiel, Ersatzteilerkennung, ja, wir verhindern, dass ein Techniker, der ein Ersatzteil ausbaut, in der Hand hat und nicht wirklich weiß, was es ist, da passiert es noch sehr, sehr häufig, dass die zum Lager zurückrennen, dann mit 3 Leuten sprechen, bevor sie das Teil identifizieren können und dann zurückgehen können, die Maschine zu Ende reparieren können. Und mit den neuen Technologien wie der NIRIS-Stack kann man einfach nur ein Foto von diesem Ersatzteil machen und wir finden das Richtige und identifizieren das und sparen dadurch diese gesamte nervige Zeit, die eigentlich keiner haben möchte. Da sind für mich die Low-Hanging-Fruits. Das sind gute Früchte, viele Früchte. Und wir würden auf jeden Fall KI-Verband anschauen nach dieser Session. Viele Hausaufgaben nach dieser Session. Wir haben 2 andere Fragen, beide auf Englisch. Ich will die auf Englisch stellen. Sie können natürlich, ihr alle könnt auf Deutsch antworten. Das erste geht an Nadine Schön. Ich glaube, das ist sehr geeignet für dich. Public administration hardly uses any innovations, especially in IT. How can the administration, so the government, become more innovative as a client? Ja, ist eine super Frage. Es ist natürlich auch ganz viel, was wir mit unserem Projekt Neustart auch vorantreiben wollen. Die Grundthese von Neustart ist ja, dass wir die staatlichen Strukturen ändern müssen, um auch in Zukunft eben als Land auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein und auch gesellschaftliche Herausforderungen adäquat begegnen zu können. Und wenn man sich eben die Verwaltung anschaut, dann arbeitet die immer noch zum einen sehr analog, wenig digital und zum zweiten von den Prozessen her wenig vernetzt. Und da bietet natürlich die Digitalisierung und KI im Speziellen auch ganz große Chancen, repetitive Tätigkeiten an ein KI-System zu übergeben oder auch am Ende auch fairere behördliche Entscheidungen dadurch zu generieren, dass man auch über die KI Fallgruppen bilden lässt und ähnliche Sachverhalte dann auch tatsächlich in den unterschiedlichen Behörden auch ähnlich bewertet und ähnlich entschieden werden. Also da bietet KI eine ganze Menge Möglichkeiten, was aber voraussetzt, dass wir zum einen auch die Kompetenzen in der Verwaltung haben, welche Sachen man überhaupt nutzen kann, wie sie zu nutzen sind, dass man auch in der Verwaltung selbst mit KI oder mit einfach eigentlich schon mit digitalen Methoden auch neue Verwaltungsprozesse anstößt, auch über die föderalen Ebenen hinweg, was uns heute oft so lähmt, wenn von der Bundesebene über die Landesebene zur kommunalen Ebene zum Beispiel Geld gegeben wird, wie jetzt aktuell auch im Digitalpakt Schule oder das Geld an die Gesundheitsämter. Das dauert ewig, bis das da unten ankommt. Und all diese Prozesse kann man ja viel besser organisieren, wenn man eben auch die Chancen der Digitalisierung nutzt. Und deshalb in allen Bereichen, also sowohl um die Verwaltung selbst effizienter zu machen, als auch um bessere Ergebnisse zu erzeugen, müssen wir viel mehr digitale Möglichkeiten und eben auch KI im Speziellen einsetzen. Und das ist ein Prozess. Auch hier haben wir jetzt angefangen. Wir haben gerade jetzt in den aktuellen Haushalt eingestellt, 6,5 Millionen Euro für ein Transformations- und Innovationszentrum im BMI, wo eben Verwaltung selbst auch Design Thinking und neue agile Methoden ausprobieren kann, wo sich auch GovTech-Startups andocken können mit ihren Lösungen, wo auch Challenges gemacht werden können, um zu gucken, wer in dieser Republik oder in Europa hat gute Lösungen für Probleme, die die Verwaltung derzeit hat. Und das soll im Prinzip so ein Innovationshub werden, wo man auch Verwaltung neu denkt. Das ist dann der Nukleus für die Verwaltungsmodernisierung in den nächsten Jahren, die aber dann auch wirklich schnell und auch von oben getrieben dann auch durchgesetzt werden muss. Denn sonst sind wir einfach auch auf Dauer zu langsam und zu schwerfällig und zu bürokratisch für die Geschwindigkeit, für die Innovationsgeschwindigkeit, die wir derzeit haben, weltweit haben. Und wenn wir da weltweit mitspielen wollen, dann müssen wir vor allem als Staat eben auch schneller und besser werden.
Ich habe in den Jahren viele solche Podiumsdiskussionen moderiert und eine Frage, wo das Publikum immer sich begeistert, ist, wie kann man digitale Verwaltung voranbringen, damit ich ein Formular schneller und effektiver abgeben kann und dass es schnell bewertet wird. Das ist immer ein Favorit von den Zuschauern, von dem Publikum. Wir haben noch ein paar Fragen und das nächste, ich würde es an Dagmar geben, aber wenn jemand dazu stoßen möchte, dann bitte hoch mal Hände hoch. Das ist, what are the AI applications to identify learning difficulties and help children and adults learn better? Mm-hmm. Especially in the current Zoom context, where there are no direct contact with teachers. Also prinzipiell gibt es hier unterschiedliche Varianten oder Möglichkeiten. Natürlich ist es im aktuellen, wenn man Deutschland nimmt, Bildungssystem ein bisschen schwierig mit der Digitalisierung, wie man es in den aktuellen Homeschooling-Situationen ja auch sieht, dass nach wie vor eben die Bewertung an sich und wie der Schüler vorankommt durch den Lehrer selbst erfolgt. Aber was man hier zum Beispiel einsetzen könnte in der Emotionserkennung oder auch, wo man zum Beispiel Informationen bekommt, ist oder einsetzen kann, zum Beispiel auch in der Kombination von Sensoren wie Video oder Audio, wenn man eben die Datenschutzproblematik löst. Und bei Kindern muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine ganz besondere Datenschutzproblematik. Also da müssen ja auch die Erziehungsberechtigten zustimmen, dass solche Sachen da sind. Gäbe es schon die Variante, zum Beispiel den Cognitive Load, also die kognitive Last zu erkennen, auch tatsächlich Stressmomente zu erkennen und auch natürlich zu erkennen, wie das Kind sich denn tatsächlich mit dem angebotenen Unterricht oder mit der angebotenen oder abgefragten Leistung identifiziert. Das sind teilweise Standardprodukte, also ich möchte jetzt nicht für irgendwelche Firmen Werbung machen hier, aber diese Lösungen gibt es, dass man eben sozusagen das auch zurückbekommt. Meiner Meinung nach war das auch eine ganz interessante Sache für den Lehrer als Feedback auch, um zu erkennen, wo haben denn Schüler entsprechende Probleme, was tut denen denn auch nicht gut, wen muss ich denn da speziell fördern und auf wen kann ich denn da ein bisschen detaillierter eingehen und wer kommt mit dem ganzen System ganz gut zurecht. Also diese Dinge gibt es, die sind vorhanden, auch in Standardpaketen. Man muss sie nur entsprechend zusammenschließen und eben entsprechend verwenden. Es gibt auch Systeme, wo man gesehen hat zum Beispiel, dass auch Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Kinder, die eine kognitive Disorder haben, zum Beispiel wenn sie auf dem Autismus-Spektrum sind, spezielle Möglichkeiten haben, durch diese AI oder durch diese Technologien zu lernen. Ganz konkret haben wir zum Beispiel auch ein Projekt, wo es darum geht, Kindern mit Autismus sozioemotionale Fähigkeiten beizubringen, wie eine Art, wenn man Englisch lernt, wie eine Art Vokabel wird dem Kind sozusagen beigebracht, so drückst du Ärger aus. Und so erkennst du Ärger. Und das wird über eine Roboterplattform gemacht, gemeinsam mit einem Tablet. Der Roboter zum Beispiel ist der Pepper, es gibt ihn aber auch in der Leki oder in der Seno-Variante, wo das Kind eben dann tatsächlich das lernt wie eine Fremdsprache. Und da hat man sehr große Erfolge zum Beispiel auch gesehen bei dieser Art von Serious Gaming. Und das wäre auch ein weites Anwendungsgebiet, wo man diese Dinge vor allem auch in der Bildung oder in der Schule sehr gut einsetzen kann. Wir haben noch eine Frage vom Publikum. Ich würde das an Anna geben und dann vielleicht Johann. Es ist, was könnte man machen, damit Startups besser mit Big Players zusammenarbeiten und umgekehrt? Besten Dank für die Frage auch. Also das, glaube ich, ist auch ein weiterer Punkt, eine weitere Stärke von uns, die wir nutzen können. Ich hatte ja vorhin vorgerechnet, wir sind beim Thema Produktion von Unicorns doppelt so effizient wie Israel. Und ich glaube, dieses Thema ist auch ein Riesenhebel, den wir noch nicht richtig ziehen, weil gerade in Ländern wie Israel gibt es keinen Binnenmarkt. Die müssen eigentlich raus. Ja? Also die haben da auch viel, viel schwerer, wirklich ein Produkt am Markt zu platzieren und vor allem ein B2B-Produkt als wir. Und wenn wir auch nochmal USA und China als Vergleich anstellen. Die gesamten Unicorns, die da produziert wurden, sind sehr, sehr häufig im B2C-Bereich. Ja, im B2B-Bereich ist das sehr dünn. Insofern, hier gibt es sehr, sehr viel Chance und sehr viel Potenzial, gerade für uns in Deutschland. Und nicht nur mit den Big Players, die irgendwie 40, 50, 60 Milliarden machen, sondern auch gerade bei uns, wir sind mit den Unternehmen, die so 1 Milliarde bis 5 Milliarden Umsatz machen, mit denen können wir extrem gut zusammenarbeiten und kooperieren, weil sie
agiler sind in Bezug darauf, wie wir zusammenarbeiten können. Ja? Und ich glaube, das ist eine Riesenchance. Ich glaube, die Frontrunners, da funktioniert das schon super. Also die sind auch als Erste jetzt zurück aus der Pandemie und haben unsere Lizenz verlängert und neue abgeschlossen und Upsell gemacht. Wir sind im letzten Halbjahr jetzt 15% pro Monat gewachsen, was wir überhaupt nicht im Plan hatten, weil wir dachten, die Pandemie hält noch an. Aber die ganzen Frontrunners machen das super gut. Was dann halt fehlt, ist die für die Follower. Ja? Und was dann auch noch schade ist in Deutschland, die Unternehmen erlauben es sehr selten, darüber zu sprechen. Ja, heißt, wir arbeiten für zum Beispiel 9 der DAX 30 Unternehmen und können da eigentlich nichts drüber sagen. Ja, wir dürfen noch nicht mal das Logo auf unserer Homepage placen. Ja. Und das ist halt schwierig, weil dann die ganzen Follower, die machen es ja nur, wenn die Frontrunners es machen. Wenn man aber darüber nicht reden kann, dann ist es schwierig. Ja, und das irgendwie, und dass man nicht darüber reden, kann man auch verstehen, weil so ein Logo zu nutzen, ist halt auch ein Risiko für das Unternehmen. Ja? Also wenn man das noch irgendwie staatlich fördern könnte, das wäre extrem gut. Und was ich sehr gut finde, was extrem gut funktioniert, in den letzten Jahren haben sich so 101-Matchmakings-Plattformen gebildet, wie die Startup-Autobahn oder Anhalt der Champions in Sachsen, und die sind auch eigentlich in ganz Deutschland, mittlerweile auch komplett remote und komplett kostenfrei oder nahezu kostenfrei für die Startups. Und das ist sowas aufzubauen und zu sagen, okay, wir machen die One-to-One-Matchmaking-Plattformen, die Startups können sich vorstellen, die Corporates können sich vorstellen, beide können sagen, was sie eigentlich möchten, im Vorhinein schauen, mit wem möchte man sprechen, und man hat dann an einem Tag 10 von solchen vorqualifizierten Meetings, das ist, und das für lau, das ist Gold wert für uns. Ja. Und das noch staatlich zu fördern, das fände ich extrem gut. Also wieder mal zu diesem Frauen, diese Frage Vertrauen, das kommt wieder mal ins Vordergrund. Johann, ganz kurz, hast du eine Antwort zu dieser Frage, und dann machen wir eine allerletzte Runde, weil wir haben 3 Minuten. Genau, relativ einfach, also arbeitet mit uns zusammen. Wir haben eine Marktdurchdringung, wir kennen ja praktisch Hunderttausende von Kunden. In diesem Ecosystem drin zu sein und zu sagen, ja, ich habe eine tolle Lösung, ich habe eine tolle Idee, lasst uns gemeinsam das den Leuten beibringen. Das ist eigentlich das Wichtige. Also keine Angst vor einer großen Tech-Firma. Wir arbeiten gerne mit den Leuten, vor allem im Bereich des Mid-Market zusammen. Wir müssen alle den Leuten das beibringen. Wir müssen den Leuten beibringen, was KI eigentlich wirklich alles bedeutet. Und es gibt, wie gesagt, tausende von Use Cases, ob ich jetzt Schadensabwicklung betreibe in der Versicherung, wo ich mir einfach nur Bilder angucken muss und die eine Maschine viel, viel besser erkennen kann als der Mensch, weil es einfach repetitiv ist. Gemeinsam diesen Markt angehen, auch mit so einer großen Firma wie uns zusammen. Wir haben Programme für Mid-Market, wo Startups gerne mit rein können, wenn sie entsprechende Use Cases haben. Okay, eine allerletzte Frage für mich. Ich müsste es machen, weil ich als Politikwissenschaftler, ich muss eine Frage zur EU stellen. Die EU hat ein großes Paket, der in den nächsten Monaten rauskommt. Digital Governance Act, Digital Services Act, Data Governance Act, Digital Markets Act und die KI-Regelungen. In einem Satz für jeden. Was wünscht ihr euch, dass dabei ist in diesem großen Paket? Und vielleicht können wir mit Nadine anfangen. Ja, ich würde mir zum einen wünschen, dass wir wirklich diese Agilität fördern, dass wir innovationsoffen regulieren und bei allem Verständnis für mehr Vertrauen, das ist alles wichtig, aber die Gefahr besteht schon, dass wir überregulieren und deshalb zu ängstlich sind. Also ich wünsche mir vor allem mehr Offenheit. Und das Zweite ist, ich glaube, wir verkennen die Wirkmächtigkeit von Standardisierungsoffensiven. Wir haben de facto Standards von den großen amerikanischen Unternehmen. Wir haben staatlich mitgesetzte Standards in China. Wir müssen unsere Arten der Standardisierung modernisieren und schneller machen, damit sie eben in dieser digitalen Welt auch funktionieren. Standardisierung hat uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht, im Automobilbereich, im Maschinenbaubereich. Und jetzt müssen wir neue Wege der Standardisierung finden für den Digitalbereich. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir auf dieses Standardisierungsthema besonderen Wert innerhalb der EU legen.
Okay, gleiche Frage Johann, dann Anna und dann Dagmar. Fairness im Zugang zu den Technologien, alle, egal ob groß oder klein. Und das zweite ist ein Miteinander beim Verarbeiten der Daten und einen fairen Zugang für alle. Danke. Anna. Ich wünsche mir vor allem auch persönlich, weil ich ja so ein personifiziertes Europa bin mit meinen polnischen und deutschen und schwedischen und französischen Wurzeln, wünsche ich mir, dass wir zusammenarbeiten. Ich bin ein ganz großer Believer von Europa und also Believer jetzt furchtbares Deutsch, Entschuldigung, und glaube, dass wir gemeinsam die richtigen Standards auch in der AI setzen können und auch wirklich ein Benchmark werden können. Und dafür müssen wir aber zusammenarbeiten und das wünsche ich mir. Okay, und last but not least, Dagmar. Ja, ich wünsche mir auch mehr Offenheit in Summe, also eine sehr offene Politik und nicht eine restriktive oder Regulationspolitik, die vor allem Innovationen vorantreibt, Innovationen eine Chance gibt und prinzipiell mal positiv betrachtet und auch wirklich diesen Positivismus nach außen trägt. Und ich wünsche mir auch, dass die Leute nicht restriktiv, sondern incentiviert werden, die zum Beispiel besonders ethisch mit Daten umgehen oder die besonders gute Ansätze hier haben, auch technologisch, um generell diese Problematik Daten, Datenqualität als KI-Motor und KI-Treiber zu lösen und dass man hier genau in diesem Bereich mehr investiert und stärker und schneller vorangeht. Also Positivismus und Offenheit, Agilität, europäische Standards, Fairness und Zusammenarbeiten. Das ist ein super Schlusswort für diese Runde. Ich würde mich bei Johann, Anna, Nadine und Dagmar bedanken. Und wieder mal an Olivia und Aspen-Team. Vielen Dank. A big thank you also for me, Tyson, for moderating this great session and to all the speakers. I think we had some really interesting takeaways. One thing that I heard out of this discussion that's really important is the need to break down these silos that currently seem to exist within the AI ecosystem between startups, industry, big players, educational institutions, the public sector. So I think that is definitely a call to action that I think has been heard. We're going to break for 5 minutes and then we will be back for our last agenda item for today, which is a digital fireside chat with Mustafa Suleiman, who's currently Vice President for AI at Google and the co-founder of DeepMind, which we had the chance to discuss a bit this morning. We're actually bringing back Jana Köhler, who will moderate this discussion. So I'm really looking forward to that, and we will see you shortly.